Guten Tag und willkommen zu einem besonderen Event an einem ganz besonderen Ort. Ich stehe hier mitten in Berlin auf dem historischen Rollfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Hinter mir sehen Sie den Hangar, der einmal das größte Gebäude der Welt war. Heute ist er eine ganz besondere Location für Veranstaltungen. Auch die Aktivitäten von Volkswagen in Bezug auf Elektromobilität haben hier schon Geschichte geschrieben. 2014 feierten wir hier unseren Einstieg in die Mobilität der Zukunft mit der Electrified Week. Aber nun zum Hier und Jetzt. Volkswagen ist erfolgreich mit seiner ID-Familie. Einer Familie, die in wenigen Minuten ein fantastisches neues Mitglied begrüßen wird. Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dieses Fahrzeug ist die perfekte Kombination von dynamischer Fahrfreude und nachhaltiger Verantwortung. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Schauen Sie selber und genießen Sie es. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Weltpremiere eines neuen, großartigen Volkswagens, des ID.4 GTX. Ein ganz toller Moment für uns alle bei Volkswagen. Natürlich hätten wir ihn gerne persönlich mit Ihnen veranstaltet, diesen Moment hier in diesem beeindruckenden Hangar des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof. Aber leider erlaubt das die aktuelle Situation ja bekanntlich nicht. Und das ist wirklich schade. Denn wir haben heute einiges zu feiern. Der ID.4 ist gerade zum World Car of the Year gewählt worden. Wir sind begeistert, dass unser elektrischer SUV diesen begehrten Preis bekommen hat. Denn zum einen ist diese Auszeichnung zum Weltauto des Jahres einer der größten Preise. Und er ist natürlich auch eine Anerkennung dafür, dass nachhaltige Mobilität für alle damit erreichbar ist. Außerdem hat der ID.4 kürzlich 5 Sterne von Euro NCAP erhalten und damit den höchstmöglichen Sicherheitsstandard für Neufahrzeuge. Auch das ein toller Erfolg. Bei dieser Gelegenheit möchte ich deswegen auch der gesamten Volkswagen-Mannschaft danken. Sie haben so hart an unserer gemeinsamen anspruchsvollen Elektromobilitätskampagne gearbeitet und dem ID.4 natürlich auch. Toll gemacht. Meine Damen und Herren, der ID.4 wird zu einem echten Weltauto. Wir werden ihn in Europa, in China und in den USA bauen und verkaufen. Und für uns ist das enorm wichtig. Denn der schnelle Hochlauf unserer ID-Familie ist wichtig für unser Ziel der CO2-Neutralität bis 2050. Eine enorme Bedeutung. Das ist unser Way to Zero. Und damit ist das auch unser Beitrag zur Lösung der größten Herausforderung unserer Zeit, dem Klimawandel. Volkswagen ist also auf dem Weg zur CO2-neutralen Mobilität für alle. Und das ist auch die Grundlage für unsere neue Strategie Accelerate. Wir werden Volkswagen zur begehrenswertesten Marke für nachhaltige Mobilität machen. Und deswegen beschleunigen wir nun noch einmal unsere E-Mobilitätsoffensive und wir steigern den Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa um über 70% bis zum Jahr 2030. Unser Erfolg treibt uns an. Etwa 80.000 ID.3 und ID.4 sind jetzt bereits an ihre Eigentümer in Europa ausgeliefert worden. Meine Damen und Herren, elektrisches Fahren macht so viel Spaß, erlaubt eine dynamische, eine sportliche Fahrweise. Heute liefern wir Ihnen dafür den Beweis mit dem neuesten und emotionalsten Mitglied unserer ID-Familie. Denn damit zeigen wir, wie Elektromobilität und intelligente Leistung bestens aufeinander abgestimmt sind. Mehr dazu jetzt von meinem Kollegen Klaus Zellmer. Thank you, Ralph.
Vielen Dank, Ralf. GT. Bei Volkswagen standen diese zwei Buchstaben schon immer für mehr Leistung und Fahrspaß. Und vor 45 Jahren hat der GTI übrigens ein neues und legendäres Fahrzeug begründet. Für ganze Generationen eine neue Fahrzeugkategorie. Der GTD hat den Diesel zu einem Hot Hatch, einem Kompaktsportwagen, gemacht. Und der GTE steht für Leistung beim Hybrid. Jetzt kommt der GTX. Das X schlägt die Brücke zur Mobilität der Zukunft. GTX steht jetzt für eine neue Dimension der Mobilität. Denn Nachhaltigkeit und sportliche Leistung schließen einander nicht aus. GTX ist die neue Volkswagen-Submarke für intelligente Verbindung von Elektrik und Leistung, Spaß und Verantwortung, Technologie und Emotionen. GTX steht aber auch für mehr Leidenschaft der E-Mobilität. Die Zukunft des sportlichen Fahrens beginnt jetzt. Die GTX-Familie wird natürlich auch schnell wachsen. Dazu haben wir dann auch noch eine kleine Überraschung parat. Aber jetzt, Bühne frei für den ersten Volkswagen GTX, den ID.4 GTX. Meine Damen und Herren, der ID.4
GTX, das sportliche Topmodell in unserer ID.4-Palette. Der ID.4 GTX ist der erste ID mit Allradantrieb und zwei Motoren. Ein echter SUV mit starkem Antrieb und griffiger Traktion auf allen Fahrbahnoberflächen. Auf dieser Steigung hier könnte ich gar nicht selber gerade stehen, aber für den GTX überhaupt kein Problem. Er fährt hier mit Leichtigkeit hoch. Ich bin mir sicher, dass unsere Kunden mit dem ID.4 GTX auch viel Spaß haben werden. Danke natürlich des dynamischen Handlings und der intelligenten Leistung. Seine beeindruckenden Sicherheitsfeatures, die herausragende Qualität und die Premium-Anmutung machen ihn noch attraktiver. Meine Damen und Herren, natürlich bieten alle unsere ID-Modelle Fahrspaß. GTX bedeutet jetzt, die Agilität zu spüren. Mit einem Tritt aufs Fahrpedal steht das gesamte Drehmoment beider Motoren zur Verfügung. Und in jeder Kurve lässt sich das großartige Handling dank des niedrigen Schwerpunkts durch den Einbau der Batterie im Fahrzeugboden erfahren. Das Handling ist einfach großartig. Mit dem GTX schlagen wir jetzt richtig zu. Dank des zweiten vorderen Elektromotors und dank der Gesamtleistung von bis zu 220 Kilowatt und des intelligenten und effizient geregelten Allradantriebs ist dieser SUV ein Sportwagen. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in 6,2 Sekunden. Ich hatte bereits das Vergnügen, das Auto auch auf langen Strecken fahren zu können, und ich kann Ihnen nur sagen, darauf kann man sich wirklich freuen. Eine wunderbare Kombination von Volkswagen-Werten wie Sicherheit und herausragender Leistung. Und selbstverständlich haben wir auch viel Feinarbeit am Fahrwerk vorgenommen. Schließlich sind wir hier bei Volkswagen. Einfach ausgedrückt ist der GTX der GTI der E-Mobilität. Die 77 Kilowattstunden Batterie liefert eine Reichweite von 480 Kilometern nach WLTP. Genauso wichtig ist die Ladeleistung von 125 Kilowatt. Innerhalb von 30 Minuten können Sie genug Energie für etwa 300 Kilometer nachladen. Das innovative Bedien- und Sicherheitskonzept ist genauso intelligent wie sein Antrieb. So wird der Fahrer beispielsweise mit dem einzigartigen Augmented Reality Head-Up Display unterstützt und auch den umfangreichen Assistenzsystemen. Der ID.4 GTX ist immer online und digital vernetzt. Und zwar nicht nur mit den WeConnect Online-Diensten. Updates over the air halten den ID.4 GTX immer auf den neuesten Stand, während das Fahrzeug in Kundenhand ist. Und das heißt für den Kunden, da kommt noch mehr. Unser Designchef Josef Kaban wird Ihnen nun erläutern, wie unser neuester ID visuell aufgestellt ist. So, here it is.
Hier ist er. Starke Technik, aber auch attraktives Design. Der ID.4 GTX steht für Transformation von einem eleganten SUV zu einem sportlicheren SUV. Wie wir das gemacht haben, erkennt man sehr gut an der Front. Da sehen Sie, dass neben den schönen großen Augen auch drei Rauten auf jeder Seite in die Wabenstruktur integriert sind. Das gibt dem Fahrzeug einen sportlichen Charakter. Es ist die Form und die gesamte Gestaltung des Frontbereichs und natürlich auch die Proportionen des Fahrzeugs, die das Fahrzeug sportlich machen. Es steht auf großen, starken Rädern. Wir haben hier 21 Zoll Felgen, die für einen starken, robusten Charakter stehen. Es gibt aber auch exklusive 20 Zoll Felgen. Sie sehen, das Fahrzeug hat auch tolle Farbkombinationen. Es werden immer dunkle Farben kombiniert und die Karosseriefarbe ist immer zu erkennen. Aber auch hinten haben wir völlig neue Stoßfänger, einen völlig neuen Look und Sie sehen hier auch schön den GTX-Schriftzug und die besondere Gestaltung der Rückleuchten. Beim Bremsen erkennt man das X. Dieses Auto ist von außen attraktiv, aber auch die Innenausstattung ist wichtig. Wir haben mit Materialien und Farben gespielt und dieses Fahrzeug hat eine wunderbar hochwertige Anmutung. Wenn Sie reinschauen, sehen Sie als erstes natürlich Blau und dann die roten Nähte, die für diesen sportlichen Charakter stehen. Und natürlich Sportsitze, der Schriftzug auf den Sitzen und auf dem Lenkrad. Es gibt jede Menge Details zu erfahren und ich denke, es lohnt sich. Ich hoffe, Sie werden es genießen. Danke, Josef. Ich freue mich bereits darauf, sehr bald die ersten ID.4 GTX auch auf unseren europäischen Straßen zu sehen. Die ID-Familie wird natürlich weiter wachsen, und zwar schon bald, und dann auch gegen Ende des Jahres. Bei unserem nächsten ID geht es dann um die Eleganz fließender, coupéartiger Linien. Und natürlich wird auch dieses Fahrzeug dann eine GTX-Version bekommen. Heute bekommen Sie einen exklusiven Vorgeschmack auf unseren ID.5. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, eines haben Sie heute deutlich sehen können. Wir erklimmen jede Steigung, egal wie steil sie ist. Wir arbeiten unermüdlich an unserem Way to Zero für eine klimaneutrale Zukunft. Wir rollen unsere Palette rein elektrischer Fahrzeuge jetzt zügig aus und mit dem neuen ID.4 GTX bietet Volkswagen nachhaltige Mobilität mit einem emotionalen Design und intelligenter Leistung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Tschüss. Wow, das hat Spaß gemacht. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Dynamisch, schnell, lebendig. Das passt perfekt zu unserem neuen ID.4 GTX. Verantwortung und Emotion sind die beiden Seiten dieses Autos und jede Fahrt mit dem ID.4 GTX ist eine Erfahrung, auf die man sich freuen kann. Schade, dass Sie heute nicht persönlich mit uns hier in Berlin-Tempelhof sein konnten. Aber ich drücke die Daumen, dass es in ein paar Monaten wieder möglich sein wird, wenn unsere ID-Familie das nächste neue Mitglied willkommen heißt. Bis dahin bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Volkswagen.